ganz vorne dran bei dieser Hetzkampagne das ach so hochgelobte Online-Lexikon Wikipedia. Hochleistungsverschwörungstheoretiker, esoterischer Paranoiker mit aberwitzigen Gedanken und bizarren Mutmaßungen, hirnrissige Ansammlung von alternativen Fakten, also Hate Speech in Reinform. Wisniewski will es so und er bekommt es so. Eine Win-Win-Situation. Interessant, der Ausdruck Win-Win-Situation zeigt, dass diese Schreiberin den Wikipedia-Artikel als Kampf ansieht. Einen Kampf gegen mich, den Autor Gerhard Wisniewski. Kurz zu mir. Ich bin studierter Politikwissenschaftler, seit 42 Jahren Journalist und habe bisher ungefähr 20 Bücher geschrieben. Darin habe ich viele Ereignisse des Zeitgeschehens untersucht, wie beispielsweise die Attentate der Rote Armee-Fraktion, die Anschläge des 11.09.2001 und die Treffen der Bilderberger-Konferenzen. Seit 2008 veröffentliche ich jedes Jahr meinen Jahresrückblick Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen, in dem die Zeitgeschichte des vergangenen Jahres kritisch betrachtet wird. Unsere Politiker und Mainstream-Medien kommen dabei regelmäßig gar nicht gut weg. Und das passt nicht jedem. So bin ich ständigen Verleumdungen und Beleidigungen ausgesetzt, die meinen Ruf und damit meine wirtschaftliche Existenz bedrohen. Ganz vorne dran bei dieser Hetzkampagne das ach so hochgelobte Online-Lexikon Wikipedia. Gibt man zum Beispiel meinen Namen bei Google ein, erscheint an oberster Stelle regelmäßig ein Artikel von Wikipedia. Wer also noch nie etwas von mir gehört hat, wird oft als erstes auf diesen Artikel klicken. Dort erfährt er gleich zu Beginn, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten, ein propagandistischer Begriff ohne jeden sachlichen Inhalt, mit dem kritisch denkende Menschen gebrandmarkt oder auf Neudeutsch geframed werden sollen. In Wirklichkeit bedeutet dieser Ausdruck, dass es sich um unerwünschte Meinungen handelt, um nichts anderes. Das ist aber noch nicht alles. Gleich darauf, im ersten Absatz des Artikels über mich, erfährt der Wikipedia-Leser, meine Aussagen würden, Zitat, von Experten als teilweise antisemitisch und fremdenfeindlich eingestuft. Die zerstörerische Wirkung solcher Behauptungen in dem Standard-Online-Lexikon, dessen Artikel ganz oben in der Google-Fundliste angezeigt wird, liegt auf der Hand. Besonders für einen deutschen Journalisten stellt der Verdacht, ein Antisemit zu sein, nicht nur eine schwerwiegende Ehrverletzung dar, sondern auch eine Existenzgefährdung. Wer in den Ruch des Antisemitismus gestellt wird, wird sehr schnell von Auftraggebern gemieden, dessen Schriften fasst man mit spitzen Fingern an und meidet den Kontakt. Es geht also offensichtlich darum, mir hier massiven Schaden zuzufügen. Nur wer sind diese von Wikipedia genannten Experten? Interessanterweise bleibt das Lexikon die Fundstelle dafür schuldig. Anders als die Wikipedia-eigenen Richtlinien verlangen, werden für diese Behauptungen überhaupt keine Quellen angegeben. Und das widerspricht der von Wikipedia selbst festgelegten Belegpflicht. Diese Richtlinien verlangen nicht nur einen Beleg, sondern mehrere. Zitat. Erst wenn verschiedene voneinander unabhängige Quellen übereinstimmen, kann von einer zuverlässigen Darstellung ausgegangen werden. Auf diese zuverlässige Darstellung wird hier wohl gerne verzichtet, denn wo sind diese Quellen? Auch in dem weiteren Text des Artikels findet sich nirgends ein Beleg für die geheimnisvollen Experten, die meine Aussagen als fremdenfeindlich oder antisemitisch bezeichnen würden. Dafür zitiert die vermeintliche Enzyklopädie reihenweise Beschimpfungen. Hochleistungsverschwörungstheoretiker, esoterischer Paranoiker mit aberwitzigen Gedanken und bizarren Mutmaßungen, hirnrissige Ansammlung von alternativen Fakten, also Hate Speech in Reinform. Wer hier einen Lexikonartikel erwartete, trifft auf eine Ansammlung von unbelegten, ehrenrührigen Behauptungen und dumpfen Beschimpfungen. Eine Frage, das soll ein Lexikon sein? Verschwiegen wird dagegen eine äußerst seriöse Quelle, nämlich ein Urteil des Berliner Kammergerichts,
das mich von der Verleumdung, ein Antisemit zu sein, freisprach. Ausgerechnet ein sogenanntes Institut für Antisemitismusforschung hatte mich in Zusammenhang mit antisemitischen Verschwörungstheorien über den 11.09.2001 gebracht. Ohne Beleg, versteht sich. Die Richter stellten jedoch klar, dass für solche ehrenrührigen Behauptungen Beweise vorzulegen sind, die es natürlich nicht gab. Zitat. Einen zumal deutschen Journalisten zu Unrecht derartiger antisemitischer Verschwörungstheorien zu bezichtigen, stellt grundsätzlich eine schwerwiegende Rufbeeinträchtigung dar, hieß es in dem Urteil. Unnötig zu erwähnen, dass es kein einziges antisemitisches Zitat von mir gibt. Ergebnis: Das Institut musste 5000 Euro Schmerzensgeld an mich zahlen. Tja, Wikipedia scheint sich um so etwas nicht zu kümmern. Um das Maß voll zu machen, werden Korrekturversuche bei dem Artikel immer wieder abgeblockt. Wenn man sich beschweren will, versteckt sich das sogenannte Lexikon hinter einer amerikanischen Adresse. Eine typische Masche von Leuten, die für ihre Machenschaften nicht belangt werden wollen. Es gibt zwar auch eine deutsche Wikimedia-Filiale, aber warum duldet diese so etwas? Antwort: Auch die deutsche Wikimedia Foundation versucht, sich für ihre Veröffentlichungen aus der Verantwortung zu stehlen. Zitat: Bei Fragen oder Anregungen zu einzelnen Artikeln können Ihnen die nationalen Wikimedia-Organisationen leider nicht weiterhelfen. Sie haben keinen redaktionellen oder technischen Einfluss auf die Inhalte der Wikipedia. Fragen zu einzelnen Artikeln stellen Sie am besten auf der Diskussionsseite des jeweiligen Artikels, abzurufen über den Karteikartenreiter oberhalb des Artikels. Zitat Ende. Tatsächlich haben schon viele Leute versucht, den Artikel zu korrigieren oder auf der Diskussionsseite Einspruch zu erheben. Zitat: Wie unsachlich seid ihr denn bitte? Das ist einer Enzyklopädie nicht würdig, heißt es zum Beispiel auf der Diskussionsseite zu dem Beitrag, die man direkt neben dem Hauptlink erreicht, unter dem Datum 2. Februar 2018. Diesen ganzen Verschwörungstheoretiker-Kampfbegriff solltet ihr euch wirklich langsam mal sparen. Teilweise ernst genommen, das ist eine klare Bewertung, die sicherlich nichts in der Einleitung, sondern allenfalls unter Kritik etwas zu suchen hat. Bitte schleunigst korrigieren. Zitat Ende. Vergeblich, diese abwertende Aussage steht dort auch heute noch, 1,5 Jahre später in dem Beitrag. Zitat: Wer auch immer die Einleitung so formuliert hat, heißt es weiter in der Diskussion, hat die klare Absicht, Herrn Wisniewski in ein bestimmtes Licht zu rücken, bevor man sich mit der Person überhaupt ansatzweise beschäftigt hat. Es kann nicht sein, dass manche Personen reine Daten in der Einleitung stehen haben und rein überhaupt nichts zu ihrer politischen Haltung oder ihren Verbindungen und andere wiederum schon. Nur weil ihr persönlich den und den Aspekt wichtig findet, gilt das noch lange nicht für alle. Es ist ja nicht so, dass Merkel, Obama und Kleber uns nicht schon viel Mist erzählt hätten und dennoch steht davon nichts in der Einleitung. Selbst wesentliche Fakten, wie beispielsweise, dass sich Merkels Regierung an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligt, bleiben vollkommen unerwähnt. Aber wenn ein kleiner Journalist sich nicht sachlich zu einem Thema äußert, dann muss das unbedingt ganz vorne stehen. Wer soll das noch ernst nehmen? Zitat Ende. Aber Vernunft oder Sachlichkeit sind hier fehl am Platz. Eine Wikipedia-Autorin, die sich als eine Susanne Walter ausgibt, schlägt vor, doch nur den voreingenommenen Absatz stehen zu lassen. Zitat: Wisniewski will es so und er bekommt es so. Eine Win-Win-Situation. Zitat Ende. Interessant, der Ausdruck Win-Win-Situation zeigt, dass diese Schreiberin den Wikipedia-Artikel als Kampf ansieht. Einen Kampf gegen mich, den Autor Gerhard Wisniewski. Bei Susanne Walter trifft man nur auf die E-Mail-Adresse susanne.walter1@gmx.de sowie auf eine Seite, die die Mondlandungen der Amerikaner verteidigt. Rührt daher der Hass auf einen Autor, der eben diese Mondlandungen kritisch hinterfragt? Ist das etwa die Rache für mein Buch Lügen im Weltraum? Nun, dann habe ich hier eine gute Nachricht. Nämlich, dass dieses Buch nicht nur soeben neu aufgelegt wurde, sondern dass ich zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung am 20. Juli 2019 auch noch eine DVD herausgebracht habe, in der viele Dinge gezeigt werden, die ein Buch so nicht zeigen kann. Aber das nur nebenbei.
Schon früher hat die Wikipedia-Schreiberin Walter nachweislich falsche Informationen und Irrtümer über mich verbreitet und wurde veranlasst, ganze Diskussionsstränge bei Wikipedia zu löschen. Du prahlst ja geradezu mit deiner subjektiven Meinung, wurde sie auf der Diskussionsseite kritisiert. Nee, also ich habe mir auch nochmal andere Artikel zu ähnlichen Personen angeschaut. Da ist nirgends so etwas veranstaltet worden. Das geht wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum da bisher andere noch nicht eingegriffen haben. Mit anderen Worten ist der gesamte Artikel ein Dokument des intellektuellen, moralischen und lexikalischen Bankrotts. Es handelt sich um eine reine und bewusste Diffamierung. Hier versucht nicht nur der eine oder andere Schreiberling, sondern ein mächtiges Mainstream-Medium die Existenz eines unabhängigen Journalisten zu bedrohen. Denn das alles wird von Wikipedias Aufpassern ja seit Jahren geduldet und gebilligt. Wer versucht, sich bei der deutschen Wikimedia Foundation zu beschweren, erlebt wieder eine Überraschung, denn dort ist zu lesen, Betreiber der Wikipedia und Inhaber der Markenrechte ist die gemeinnützige internationale Stiftung Wikimedia Foundation mit Sitz in San Francisco, womit wir also wieder in San Francisco wären. Ehrlich gesagt ähnelt das dem Vorgehen von Kriminellen, die irgendwo vom Ausland aus dunkle Geschäfte betreiben, damit sie hier nicht greifbar sind. Jedenfalls ist das nicht das Vorgehen eines seriösen Lexikons. Auch die Autoren der Wikipedia verstecken sich ja hinter Pseudonymen. Die Suche nach ihnen führt allzu oft ins Nichts. Wer sind diese Leute? Kennt jemand Susanne Walter oder den oder diejenige, die diesen Benutzernamen verwendet? Oder den Wikipedia-Schreiberling Thoma. Meine E-Mail-Adresse steht unten in der Beschreibung. Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion auf der Wikipedia-Diskussionsseite zu meinem Artikel. Und noch etwas. Ich bin nicht das einzige Opfer derartiger Praktiken auf der Wikipedia-Plattform. Bitte verbreiten Sie daher diese Vorgänge und dieses Video, sodass auch andere Betroffene davon erfahren. Und bitte laden Sie es auch gerne auf Ihren Kanal hoch, wenn Sie mögen. Vielen Dank, Ihr Gerhard Wisniewski.